Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt von Voice of Card. The Isle Dragon. Ich. Mit meiner Nase und mit meinem Englisch lassen wir das mal lieber. Ich hatte das schon mal aufgenommen, aber da ist mir die Videodatei irgendwie defekt gegangen. Ich mache einfach mal fortsetzen. Also, ich habe jetzt bis jetzt nur Kapitel 1 gespielt. Dreiviertel Stunde so in etwa. Also es ist jetzt nicht so ein Trainingskartenspiel, so wie ihr kennt von Yu-Gi-Oh! Und so. Schon teilweise, aber ein bisschen anders gemacht. Selbst der Weg ist hier Kartenspiel. Are you sure you want to keep going without a torch? Fucking benutzen zum Beispiel. Isn't it dangerous? Ach so, ich habe ja keine Fackel bei, genau, das war ja. You make your exit. Oh, jetzt müssen wir halt hier. Watch out. Your friends, you keep your cool. Your friends gasp as you catch whatever it is before it clobbers you. Donnerstaub. Könnt ihr eine Weile rumlaufen. Es kommt dann halt nur mit Gegner kommt. Passiert Don't halt. Hold back. Wie stimmt das? Aha, zwei. Jetzt heben wir uns mal die Diamanten lieber auf. Wir kriegen die auch so fertig. Also über EP, Gold und so. Vorher kick a rock down the road. Cut it out. You grumble. But your the rock you kicked must have hit it, because it is really mad. Brace yourself for battle. Thank you.
macht mir nur sehr schnell müde, das Spiel. Es macht Spaß, aber es macht euch sehr schnell müde. Ich kann aber jetzt zum Beispiel die Stadt betreten. Die Karten weg und neue Karten. The woman tells you a monster. What did it steal, you ask? Medicine, says the woman, to give my skin a lustrous glow. Ich könnte jetzt natürlich eine Fackel holen für die Höhle. Aber ich habe nicht mehr so viel Kohle, ich habe ein bisschen für die Rüstung und so ausgegeben. Ich weiß nicht mehr, welcher Angriff das hat, der gleich 2 geschädigt hat. 6. Jetzt die Kämpfe machen wir doch und dann würde ich sagen, wartet auf.
You come across two men, you listen in, and deduce that they are a pair of thieves. You lean in, trying to hear what else the thieves are talking about. You catch pieces of the conversation here and there. Aye, it sounds like they've... You hastily grab a scrap of paper, write down what you've heard, and quietly sneak away. Ich hatte gesagt, du warst noch nicht Kampf. Also dachte ich, unterhebe ich mich. Ich bin total eigentlich wach gewesen, aber das Spiel macht mich irgendwie total müde. Obwohl es eigentlich so an sich Spaß macht. Lying in the grass, you find an old telescope. You figure a look at the path ahead can't hurt, and pick it up. Peering through the lens, all you know is there's something up ahead. You should be able to tell for certain what it is if you get closer. You leave the janky telescope where you found it, and make your way cautiously toward what you saw. Phew. Looks like it was only a... You try to say hello, but she wanders off without even registering your presence. Wollte ich die wieder nach Hause bringen? Oh. Sollte für den Anzocker erstmal gewesen sein. Ihr seht da dann die Items, das habe ich ja jetzt gekriegt. Aber ich habe ja 1158. Habe ich nämlich Schwert habe ich gekauft für den Typen und dann habe ich hier Stöcke gekauft. Der hat halt hier, dem habe ich das hier verpasst. Mir konnte ich noch nicht kaufen. Und hier habe ich hier eine Rüstung verpasst und ein Schwert. Ich will gucken, dass ich hier oben wieder was anderes verpasse. Wie Thank you.
wieder zurück. Wie gesagt, in der Stadt könnt ihr dann, ihr kriegt ja bei den Kämpfen jetzt Geld und so. Manchmal findet ihr auch Gegenstände. In der Stadt könnt ihr euch dann auch Waffen und so holen, um euer Charakter dann besser zu machen. Ich weiß auch nicht, ob ihr noch neue Charaktere oder so bekommt. Und das ganze Spielbrett ist halt wie Kartenspiel, wo sich dann halt. Das Labyrinthspiel, wo sich dann einzelne Sachen aufklären. Und mal ist was Wasser, mal ist Berg und da kommst du nicht rüber. Oder jetzt Wiese und Ebene, da wo man langlaufen kann. Ja, die Kämpfe sind auch kartenmäßig, so wie ihr die gesehen habt, so ähnlich wie bei Yu-Gi-Oh! Mit verschiedenen Attacken und so. Es macht mir eigentlich sehr Spaß, aber irgendwie macht mich das Spiel auch total müde. Ich kann es euch nicht beschreiben. Die Musik ist vielleicht nicht... Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich spiele ja so die Spiele so zur Entspannung, so zwischendurch echt gerne. Weil, und irgendwie, wenn ich Spiele aufnehme, so eine einfache Spiele sind immer eigentlich die ich am längsten spiele, weil sie, da ein bisschen doppelt geht noch, weil sie mich so fesseln. Aber das Spiel, obwohl es mir sehr Spaß macht, und vielleicht wegen der Einfachheit und Schlichtheit und wenn es cool gemacht ist an sich, aber auf einer Seite so, aber auf der anderen Seite macht es mich extrem müde. Und ich bin gut ausgeschlafen heute. Also daran kann es nicht liegen. Deswegen mache ich jetzt hier auch erstmal Schluss. Angezockt haben wir jetzt 18 Minuten noch was, fast 19. Ich wollte eigentlich nur 10, 20 Minuten sind wir hier noch drin. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.